Hallo, liebe Freunde und herzlich willkommen. Ich bin mal wieder hier, euer Cornel, und ich dachte mir, ich melde mich mal ganz kurz zwischendrin nochmal. Heute kam ja auch leider kein Let's Play-Video. Es tut mir leid, aber habe ich nicht so richtig in die Griffe bekommen. Aber mein Monat ohne Fleisch läuft. Der läuft auch immer noch und ist ganz lustig, weil ich gehe gleich, also das habe ich schon mal irgendwo erwähnt, ich gehe gleich zu dem perfekten Dinner, ja, Kommilitonen und so kochen ja jetzt, also ein Pärchen kocht und wir gehen jetzt dahin und essen und mal gucken. Und das ist ganz lustig, ich habe nämlich dann heute Mittag oder heute Morgen so geschrieben, ja, weil ich habe die Menükarte gesehen und es gibt halt gefüllte Hähnchenbrust und als Vorspeise Lachs. Ja, und dann habe ich so geschrieben, ja, ich esse übrigens vegetarisch, also kein Fleisch. Und dann hat die meine Nachbarin angerufen und gefragt, ob ich sie verarsche. Das war sehr lustig. Auf jeden Fall werde ich da gleich hingehen und dann mal gucken, was so geht. Die wollte mich schon überreden, dass ich doch heute Fleisch esse, aber nein. Ich habe ja gesagt, ich werde das einen Monat jetzt durchziehen und das mache ich auch. Ich habe bis jetzt auch kein Fleisch gegessen. Was habe ich denn so gegessen die Tage? Ich habe zum Beispiel Kartoffeln mit Quark gegessen einmal. Einmal habe ich Kartoffelpüree mit Spinat gegessen. Und ansonsten nur so Brötchen. Und ja, ohne Fleisch, also ohne Fleischwurst oder so logischerweise. Sondern mit anderem Belag. Ja, Brötchen und... Habe ich nochmal irgendwas gegessen? Ich weiß es nicht. Also Äpfel oder ein Apfel bisher. Oh, scheiße, Mann. Meine Haare. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Sieht irgendwie noch ein bisschen scheiße aus. Mal gucken. Ich habe gleich noch ein bisschen Zeit. Noch 20 Minuten, dann geht es nämlich los. Also wenn ihr das hier seht, werde ich wahrscheinlich gerade am Essen sein. Also wünscht mir guten Hunger. Ich werde mich dann morgen wahrscheinlich nochmal melden. Und erzählen, wie es abgelaufen ist und dann nochmal so ein bisschen mehr erzählen, vielleicht wie ich mich fühle und ob ich schon was merke und so. Ich wollte jetzt einfach nur mal Hallo sagen und Bescheid sagen, dass ich noch dabei bin und dass ja, jetzt gleich die größte Prüfung meines Fleischlebens auf mich wartet, denn ja, ich muss gleich auf Hähnchenbrustfilet verzichten und ja, Hähnchenbrustfilet ist schon ziemlich geil, ne? Also machen wir uns mal nichts vor, und das Ding ist, der Typ, der kocht heute, der kann kochen. Und das bedeutet, das Hähnchenbrustfilet wird wahrscheinlich ziemlich, ziemlich geil. Ja. Warum habe ich das nur gemacht? Aber egal. Ich wollte sowas mal machen, einfach so. Das ist so ein Ding, warum ich das auch mache, dass, ich habe schon viele dumme Sprüche gehört, so von wegen, hast du Inspiration von umgespielt, Alter? Ich gucke mir gerade meine Haare an, aber es ist noch so ein bisschen, die sind ziemlich lang. Ich wollte sie eigentlich nicht hochgehen, aber ich dachte mir, es nervt mich auch, wenn die immer so platt sind. Und na, ist auch egal. Bei der Schönheit sind die Haare im Endeffekt auch egal. Da wollen alle nur den Körper, ne? Das ist, wissen wir alle. Auf jeden Fall, ja, habe ich schon so ein paar Sprüche bekommen. Ne, hast du umgespielt, und so weiter und so fort. Und ja, ungespielt macht etwas Ähnliches momentan. Allerdings lebt er vegan und ich verzichte nur auf Fleisch. Also ist schon ein bisschen, ne? Aber, was finde ich auch cool, dass er das macht und so, bla. Wobei vegan, darüber kann man sich immer auch noch wieder ein bisschen streiten. Auch über Vegetarier. Also ich finde, vegetarisch leben ist eigentlich schwachsinnig, weil man kann schon auch ein bisschen darauf achten, wo man Fleisch kauft. Und einmal im Monat, Alter, einmal in der Woche oder so. Ist auch egal, das ist jetzt ein anderes Thema, können wir auch mal drüber reden, aber ja, ich mache dieses Projekt nicht, weil das jemand anderes auf YouTube macht, ja. Ich verzichte nicht sehr glücklich auf ein gut gebratenes Hähnchenbrustfilet eines guten Koches, ja, das könnt ihr mir glauben. Das mache ich nicht, weil das irgendjemand anderes macht. Das bringt mir nichts, ja, ich kriege keine neuen Abonnenten durch dieses Ding, was ich jetzt hier mache. Das bringt mir insofern also auf YouTube nichts. Das bringt mir nichts, dass der ungespielt das sieht und sagt, oh, der ist aber so toll, ey, der macht das auch, den liebe ich jetzt. Und das bringt mir einfach
so für YouTube und so rein gar nichts. Also es ist total schwachsinnig, da zu sagen, ja, hier, ne, abmachen, nachgucken, nachmachen oder so, weil das bringt mir nichts, ja. Das ist nichts, was ich wegen irgend... Das mache ich wegen mir, ja, wegen mir ganz persönlich. Und ich mache das halt auf YouTube, weil zum einen habe ich das schon öfters thematisiert und viele haben auch gesagt, ja, auf sowas hätten sie Bock. Und zum anderen macht das die Sache natürlich ein bisschen knackiger, ein bisschen herausfordernder, wenn Leute das sehen und so. Und ich muss euch ja irgendwann erzählen, was ich esse. So. Deswegen, ne, das ist so eine Sache. Und wie gesagt, es gibt sehr viele Gründe, die mich dazu veranlasst haben, das jetzt zu starten. Sehr viele private Gründe, Gründe, wegen denen es mir auch in der letzten Zeit nicht immer gut ging. Und das ist einfach so eine Sache, ein bisschen Selbstdisziplin lernen in der Zeit vielleicht oder sich wieder beibringen. Ein bisschen dieses, ja, man kann sich auch irgendwo, man kann sowas auch mal schaffen und bla 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 bla. Und natürlich auch vernünftiger essen, ein bisschen über Essen nachdenken. Ne? Ich möchte auch irgendwann mal ein bisschen wieder abnehmen. Alle solche Dinge und deswegen, das hat sehr viel, das hier steckt sehr viel persönliche Challenge drin und sehr viel Persönliches, was ich mit mir selber ausmache über diese Sache, die ich hier mache. Deswegen, ja, ich werde sowieso noch 50.000 Mal hören und es ist sowieso egal, was ich sage. Im Grunde habt ihr alle recht und ich nicht, aber ich wollte das nur mal sagen. Ja, danke. Ansonsten, wie gesagt, wahrscheinlich morgen, das ist immer so ein Ding mit so einer Webcam-Sache, also mit so einer Aufnahme, weil eigentlich wollte ich ja alle 2 Tage das machen, also wäre es eigentlich gestern dran gewesen, aber ich war ein bisschen, ich war gestern einfach nicht so in der Lust, ja, in der Lust, im, in der lustigen Verfassung, nicht in der lustigen, einfach so, ich hatte nicht so die große Lust darauf, genau, so einfach bam. Und ich, es kommt heute auch ja so spät, weil ich gerade eben erst duschen war und gleich halt. Und ich mir dachte, Alter, kannst du ein bisschen nach dem Duschen machen und nicht vorher, weil, nee. Ja, und gestern war ich halt auch arbeiten morgens und danach habe ich halt einfach extrem gegammelt und so will man sich dann auch nicht vor die Webcam setzen. Nee, möchte man nicht. Und ja, deswegen, ne, heute, aber es ist auf jeden Fall alles noch dabei, alles am Bleiben, ich bin noch voll dabei. Heute Mittag hat meine Nachbarin einen Salat getestet für unser Dinner. Ihr könnt mir, wenn ihr gute Vorspeisen kennt, wenn ihr wenn ihr kochmäßig ein bisschen auf dem, was auf dem Dampfer habt, schreibt mir mal coole Vorspeisen. Wir haben einen Salat ausprobiert, einen Feldsalat mit Orangen und irgendein Dressing, keine Ahnung, und halt Putenbrust, aber Streifen, aber war nicht so geil und irgendwie fehlt uns ein bisschen Inspiration für die Vorspeise. Ich hätte gerne irgendwas Cooles, ja, deswegen. Wenn ihr ein bisschen was auf dem Kasten habt, könnt ihr mir gerne mal Ideen für Vorspeisen in die Kommentare schreiben. Ansonsten, ich habe natürlich keine Putenbruststreifen gegessen, das wollte ich auch sagen. Meine Nachbarin hat Putenbruststreifen gemacht, die für halt für einen Salat und sie waren halt so klein geschnitten und ich liebe so Fleisch, was so klein geschnitten, weißt du, so Fleisch wie in einem Geschnetzelten, das sind ja so kleine Stücke und wenn man dann Geschnetzeltes gegessen hat und die Mama hat das dann in den Kühlschrank getan und dann ist man nachmittags oder abends so zum Kühlschrank geschlichen, hat sich eine kleine Gabel genommen, die nicht auffällt in der Spülmaschine und hat so die Fleischstückchen aus dem Geschnetzelten geklaut, so dass irgendwann nur noch Soße über war und das Fleisch weg. Auf jeden Fall stehe ich total auf sowas und ja, ich konnte es nicht essen, ne? Ich habe es natürlich auch nicht gegessen und das war schon auch ein bisschen schwierig. Aber ansonsten geht es mir gut und wie gesagt, über all das, ne, schwierig, nicht schwierig und so, das werde ich auch heute Abend dann halt erleben, wie das ist, wenn die alle da schon Hähnchenbrustfilet oder Putefilet essen. Wie das alles ist und so, wahrscheinlich morgen in einem nächsten Video und ich hoffe, ja, ihr hattet ein bisschen Spaß, ich muss mich jetzt beeilen, da kommt schon Facebook und für den mal... Achso. Ja, ich hab, die sind da schon, ne, ich muss jetzt gleich los, wo ist meine Aufnahme, da ist meine Aufnahme, ich muss jetzt gleich los, also ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal, also morgen wahrscheinlich, morgen kommt auch Mario 3D Land wieder, da befinden wir uns jetzt so langsam, aber sicher auch mal Richtung, dauert echt noch ein bisschen, ne, ich starte vielleicht bald noch ein zweites Projekt, mal gucken. Mir fehlen momentan ein bisschen die Projekte. Ich wollte eigentlich Mario Kart Wii Commentaries machen, aber ich kriege kein vernünftiges Mario Kart Wii Gameplay hin.
Ich kann mich nie auf die Rennen konzentrieren. Naja, okay. Gut, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Und morgen kommen auch wieder Let's Play Parts. Zumindest Mario 3D Land. Und ja, danke fürs Zugucken und noch einen schönen Abend, schönen Tag, was auch immer. Tschüss, bis dann und ciao. Tschüss.